Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pool of Radiance 2, das Spiel, das immer abstürzt zu den ungelegensten Zeitpunkten. Wie ihr seht, habe ich nach dem letzten Chaos dieses Gebiet noch einmal erledigt. Ich habe einfach das Spiel beschleunigt bis in die Unendlichkeit und mich dadurch gefräst, was erstaunlich gut funktioniert hat, um ehrlich zu sein. Aber dadurch habe ich natürlich ein paar Trefferpunkte verloren. Und muss mir eben einen Ort zum Rasten suchen. Genau hier geht es jetzt auch weiter. Und wir werden mal schauen, wie groß dieses Gewölbe ist. Heute mit grünem Tee am Start. Ein Bancha-Tee aus Japan. Sehr lecker. Kann ich nur empfehlen. Grünen Tee ist sowieso. Und jetzt werden wir hier mal weiter schauen. Da das Spiel da unten zweimal abgestürzt ist, werde ich jetzt explizit nochmal abspeichern. Man weiß ja nie. Das Spiel hat ja so seine Macken, wie wir ja schon wissen. Und deswegen werde ich mir jetzt wieder angewöhnen, etwas häufiger zu speichern, während ich in irgendwelche Gegnergruppen renne, die überhaupt nichts können. Sehr gut. Das ist doch fantastisch. Da unten sind auch noch Gegner. Aber die gehören anscheinend zu mir oder haben mich noch nicht bemerkt. Ist es Zeit für Masseneinflüsterung bei vier Gegnern? Ich weiß es noch nicht. Mal eben. Ja, ist wahrscheinlich sinnvoll. Dann können wir einen nach dem anderen schön rausnehmen. Also warum nicht? Außerdem scheint deren Willensprüfe so schlecht zu sein, dass es überhaupt kein Problem ist, die in irgendeiner Weise rauszunehmen. So, mal gucken, was jetzt passiert. Ah, gar nichts, okay. Die Frage ist, was ist mit denen da unten? Sind es Feldmarschalls? Haben die keine Lust oder? Dann nehmen wir einen raus und wir gucken mal, was passiert. Dann haben die wenigstens auch ein Ziel, genau. Oh, da kommen noch mehr. Aus unserem Rücken. Ja, das müssen wir auch wissen. Naja gut, wir schießen auf die Magier. Nicht, dass die gleich alle Feuerbälle schießen. So, erster Magier tot. Ach, jetzt sind sie doch feindlich. Okay. Okay. Sehr verwirrend das Ganze. Die Frage ist ja jetzt, was ich mit denen da hinten mache. Ich würde ja zu gern einfach mal Masseneinflüsterung auch auf die wirken, um zu gucken, welche Zauber sie so zaubern, wenn ich sie denn beeinflusst habe. Na gut. Sie gehören mir. Sehr schön. Oh wow, sie beschädigen mich trotzdem mit Froststrahlen. Das ist doch nicht deren Ernst jetzt. Naja, ich habe nichts anderes erwartet. Auflösung ist auch noch immer ein guter Zauber. Und weg mit denen. Was hat er gezaubert? Echt jetzt? Sie helfen mir überhaupt nicht. Sie zaubern Todeswolke, wo ich stehe. Was für Lappen. Ich muss da raus. Ja, das sieht gut aus. Meine Güte, ist das bescheuert. Schön Feuersturm da rein. Ja, rennt bitte auch in die Todeswolke. Sehr gut. Dann wird das ein relativ einfaches Ding. Ach, der Raum wurde auch getriggert. Okay. Von mir aus? Wie viel kommen denn da noch? Öffnen wir noch irgendwelche Räume? Ja, Auflösung wird es wohl richten. Oder ich mache einfach Finger des Todes auf ihn. Das geht auch. Zack, tot ist er. Er muss echt mit diesem Ray of Frost aufhören. Was ist denn das für ein Idiot da hinten? So, nächster Finger des Todes.
Und wenn man ihn hat, soll man ihn auch nutzen, ne? Zack. Oh, der hat nur Schaden bekommen. Okay. Schade. Ah, da hinten lasse ich die erstmal selber. Ich habe keine Ahnung, was der jetzt. Ach, der hat auch nochmal eine Todeswolke auf die Todeswolke gezaubert, oder wie sieht das jetzt aus? Weiß nicht, ob das jetzt so klug war. Gut. Meine Übernommenen rennen auch wieder raus. Ah, ist doch hier ein Wildes. Der muss eigentlich auf den Magier da hinten schießen. Ja, macht er auch. Die sind schon relativ hart mit ihrer Zweihandachs, die Brigandiers. Wenn sie nicht gerade alleine irgendwo in der Gruppe sind, sind die schon relativ fies. Kann man ja nicht anders sagen. Ist der doof? Ich verstehe gar nicht, was das mir bringen soll. Ach, Samson. So, noch ein Finger des Todes sollte das ja wohl richten, hoffentlich. Ja, sehr gut. Wieder einer weniger. Und Emmerich liegt am Boden. Und das, obwohl er so eine hohe Rüstungsklasse hat. Ja, mehr Wolken des Todes. Meine Güte. Ist ja gut, ich komme ja schon zu dir. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich mich noch hinstellen soll. Wer ist denn jetzt dran? Ich sehe es halt auch nicht, ne? Ist es Leander? Ja, es ist Leander, okay. Sehr verwirrend, das alles. Wer ist jetzt dran? Ah. Okay, der geht mal ein bisschen nach da oben. Und Finger des Todes hat leider nicht die Reichweite. Nehmen wir den. Was hat der denn jetzt vor? Na egal. Samson hat noch 5 Lebenspunkte, das heißt. Ach, ist eigentlich auch egal. Zaubern wir mal Finger des Todes auf die Übernommenen langsam, damit wir die auch loswerden. Außerdem brauchen die anderen ja ein Ziel. Sehr schön, das hat sich wieder mit dem erledigt, mit dem Gelegenheitsangriff. Oh, 63 Schaden mit einem kritischen Treffer von Leander. Sehr schön. Den Pfeil abgeschossen. Und jetzt sollte das auch eigentlich erledigt sein. Fantastisch. Wieder ein Gegner weniger. Oh wow, er zaubert die Kugel der Unverwundbarkeit. Naja, wir hatten ja schon mal, wenn Gegner übernommen werden, was die alles für einen Quatsch machen. Die Frage ist, zählt er jetzt auch für den Gegner oder nur für mich? Ach ja, er ist immun wegen Kugel der Unverwundbarkeit. Also es zählt auch für den Gegner. Das ist ja eine grandiose Idee, du bekloppter Magier. Manchmal fragt man sich wirklich, was die sich dabei denken. So, kritische Wunden heilen. Ob sie mir zu Leben kommen hier. Hole ich jetzt einen raus? Nee, ich warte auf die Nahkämpfer, ehrlich gesagt. Sehr gut. Damit haben wir den auch erledigt. Ja, und sie muss einmal zu Emmerich und den wiederbeleben. Genau, und den holen wir jetzt raus. Göttliche Zauber. Auferstehung. Das war das mit vollen Trefferpunkten. Zack. Hallo, Emmerich. Und willkommen zurück. Und er ist auch sofort dran. Dann kann er sich auch sofort rächen. Und er kriegt wieder die Axt ins Gesicht. Ja, lustig. Frage ist. Ah, sehr gut.
Ne, ihn lasse ich jetzt einmal noch idlen. Sehr schön. Ihn auch und jetzt. Ah, die hauen schon mit ihrer 2 und Axt ganz gut drauf. Darauf muss ich ein bisschen aufpassen. Die Gegner kommen bestimmt noch mal häufiger vor. Aber durch ihren lächerlich geringen Willenswurf kann man sie auch einfach gut übernehmen. Ein geschwärzter Schlüssel. Gut, dass man hier rasten kann. Alle Türen auf und schön auf den Rastenknopf gedrückt. Fantastisch. So, was ist hinter dieser Tür? Geschwärzter Schlüssel. Sehr gut. Gleich verwendet. Müssen wir aber erst noch hier rechts lang. Und stopp, abspeichern. Ganz wichtig, immer dran denken. Ist bei diesem Spiel wichtiger, als man glaubt. Einfacher Eisenschlüssel. Ihr benötigt diesen Schlüssel. Okay, stellen wir mal wieder ein Fähnchen. Einfacher Eisenschlüssel. Ist ja nicht so, dass ich irgendwie das Inventar voll mit Schlüsseln hätte, die ich noch nicht verwendet habe. Aber egal. Hier geht das noch weiter runter. Oh, mal wieder ein Magier, der sofort einen Feuerball zaubert. Das ist ja grandios. Ja, das war auch das Letzte, was er gemacht hat, denn ich stelle jetzt einfach einen Nahkämpfer ran. Dann gucken wir mal, was passiert beim nächsten Mal. Ja, sie macht auf jeden Fall Untote vertreiben. Einfach um den Mist zu betäuben. Ja, dann können wir auch eigentlich schon wieder mit Auflösung anfangen. Zum Beispiel ihn hier. Sehr schön. Warum lange aufhalten? Ihn da hinten kann ich auch auflösen. Oh, der Zauber hat einfach eine tolle Reichweite. Komm, Magier, zauber was. Oh, und Emmerich trifft nicht. Ja, das ist natürlich großartig. Wie kann er denn einen Rüstungsklasse 15 Typen nicht treffen? Na, er hat eine 1 gewürfelt, ne? Ja, das kennen wir ja schon. Na ja, gut, jetzt ist es auch schon wieder egal, ne? Den betäubten Zombie kriegt ja jeder hier tot. Zack, haben wir das auch erledigt. Hier haben wir wieder unnützen Loot. Da ist eine Truhe, die bestimmt mal wieder mit einer Falle gesichert ist. Die wir aber einfach aufschließen. Und es ist ein Dolch plus 4, Stärke plus 2, Todeswolken. Shit, okay, von mir aus. Bringt mir überhaupt nichts. Nächste Tür und es stehen. Oh. Sekunde. Der Magier hat uns anscheinend noch nicht bemerkt, obwohl wir absolut aggressiv die Tür aufgeschmissen haben. Das ist ganz gut, das lässt uns nämlich nochmal Hast wirken. Rennen wir da mal schnell rein. Ah, die Herrin wird sehr zufrieden sein. Womit wird sie zufrieden sein, dass ich dich jetzt töte? Und warum bin ich überrascht? Warum hat der eine Überraschungsrunde? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich hab. Ach, ist auch egal. Ich sollte mich bei diesem Spiel echt nicht mehr darüber aufregen, weil dieser Quatsch ist einfach symptomatisch. Also, das wird auch nicht besser. Die einzige Frage, die ich mir stelle. Ach, er muss um den Tisch drum zulaufen, natürlich. So, ich renne zum. Oh mein Gott, der Magier ist schon tot. Ja, bei Latanda, was ist das hier für eine Narretei? Mann! Und der wollte uns jetzt aufhalten, oder wie? Und wollte es Herren Mordrain dann sozusagen geben, im Sinne von: Haha, schaut an, was die 17.000 Magier vor mir nicht geschafft haben, habe ich geschafft, ich.
Alleine mit zwei untoten Drow-Dienern. Ja, du bist auch ein Idiot. Oh Mann. Naja, das sind Räumlichkeiten, die so aussehen, als würde man rasten können. Ist auch ganz gut. Ja, gut, haben wir das auch erledigt. So ein Quatsch schon wieder, ne? Ein Ghoulstab des Mrelorit. Was? Mrelorit. Geschnitzter Knochenkampfstab. 2W6 AW plus 5 Schaden plus 5. Intelligenz plus 3. Stärke minus 3. Willenswürfe plus 3. Habe ich nicht letzte Mal noch erzählt über Boni, die wild über alle Items gestreuselt wurden? So ein Bullshit schon wieder. Gott. Aber auch Mali. Ich weiß gar nicht, war das in D&D 3 legit? Naja, Kultkarte der Katakomben, bla bla bla, bla bla bla, Kartenmitte, Osten ist, wenn zwei Ausgänge ist, auch vollkommen egal. Eine Notiz, Text, Oberaufseher Vidorus. Ich möchte, dass ihr unsere Verwundbarkeit gegenüber dem Haus der Fred neu überdenkt. Da uns die Kielsäck-Dunkelelfen jetzt nicht mehr behindern, ist es nur eine Frage der Zeit, bevor die Fred uns unsere Kontrolle über die Katakomben streitig machen. Wir müssen sie ebenfalls eliminieren, um sicherzustellen, dass die Pläne der Herren wie gewünscht durchgeführt werden können, Aufseher morgen. Das Gute ist, die sind ja alle so doof, die kriegen ja alle nichts gebacken, deswegen ist es auch vollkommen egal. Fred, Dunkelelfen. Es würden die Magier so gut sein. Ganz ehrlich, wenn man drei gute Assassinen der Fred, Dunkelelfen hier irgendwie mal auf die Magier loslassen würde, wären doch alle Magier tot. Also, was soll das? Dieses, als wären die Magier irgendeine eine großartige Bedrohung mit ihrer Rüstungsklasse 15. Bescheuert. So, Falle entschärft, Erfahrungspunkte abgesnackt. Oh, ein Steinkopf. Goldstab mit mehreren Köpfen, Stab der Masseneinflüsterung, WE plus 1, Konstitution plus 2, Zauberresistenz plus 7. Was sind das für Items? Ganz ehrlich, was sind das für Items? Ring des gleißenden Lichts interessiert keinen Menschen. Gut, haben wir das auch erledigt. Speichern im nächsten Raum. Zack, fertig. Ich zauber nochmal Hast, weil diese Magier... Der Initiativbonus, den kann man ja doch ein bisschen gebrauchen. So, Tür öffnen, Magier entdecken. Oh nein, das ist kein Magier. Ich habe keine Angst vor euch. Hä, kämpft er jetzt alleine gegen mich? Ist der Jeck? Warum macht er das? Warum hat er keine Waffe? Naja. Auflösung. Das war's schon. Okay. Cool. Einfache Metallmünze, einfacher Eisenschlüssel. Okay. Notiz, Text, Leutnant Thorin. Ich verstehe die Bedenken eurer Männer hinsichtlich der Befehle, aber ich habe auch noch meine eigenen Einwände. Der kränkliche alte Elf bleibt bis auf Weiteres unter starker Bewachung. Das scheint vielleicht nicht so, aber ich versichere euch, dass es wichtig ist und dass eure Männer für die Pläne der Herren bezüglich des Elfen von ausschlaggebender Bedeutung sind, General Norwaden. Ja, belangloses Blabla. So, einfacher Eisenschlüssel ist benutzt. Schloss ist umgangen. Ich kann hier leider nicht... Was? Ist da eine Tür? Oh, eine Geheimtür, die habe ich gar nicht gesehen. Sie war quasi geheim. Ja, ich weiß. Ich speichere ab und die Klerikerin muss jetzt mal eben kurz ein bisschen durchheilen, wenn ich schon nicht rasten kann. Ist euch übrigens aufgefallen, dass sie zu den Leuten und zu den Objekten hingeht, bei denen sie etwas machen möchte? Und Leander, der Elf, schafft es nicht, zu einer Truhe zu gehen, die er untersuchen soll? Ich wollte es nur nochmal anmerken. Oh nein, ein Magier mit zwei Zombies. Also manchmal... Naja. Ich glaube, ich habe alles darüber gesagt, was ich darüber zu sagen habe. Aber wisst ihr, was wir auch schon lange nicht mehr hatten? Finger des Todes auf einen Magier. So. Ja, das war der Magier. Okay, okay, okay. So, und jetzt mache ich gleich Untote vertreiben, betäubt die beiden und... Ach nee, oh shit, jetzt habe ich aus Versehen. Kann ich noch? Kann ich noch eine Kampfoption? Nee. Jetzt hat sie leider schon ihre Aktionen verwirkt. Ach, doof. Weil ich einmal falsch geklickt habe. Naja, kommt in diesem Spiel ja auch häufiger vor. So, einmal Auflösung auf ihn. Ah,
hat leider nicht ganz so geklappt. Ja, okay, komm. Für die Tradition einmal Unterwürfe treiben, fertig. Haben wir das auch geschafft. Sehr gut. Das war dieser witzige Kampf. Wir haben einen Zauberstab gefunden, den wir auf keinen Fall benutzen werden. Hier ist nix, hier ist nix. Wenn ihr euch übrigens fragt, warum ich die Zauberstäbe meistens nicht benutze, das sind Zauber, die meine Magier halt auch zu Genüge im Repertoire haben oder die einfach auch echt schlecht anwendbar sind. Also so eine stinkende Wolke betrifft zu 90% eh immer auch deine Gruppe. Das ist einfach nicht cool. Er kriegt wieder Erfahrungspunkte. Schriftrolle. Braucht kein Mensch. Feuersturm braucht keiner. Auflösung braucht keiner. Zerstörung. Ja, okay. Das hat sich ja gelohnt hier. Aber wir sind, glaube ich, hier jetzt unten am Ende. Okay, dann können wir jetzt wieder hochgehen. Warum darf ich hier jetzt eigentlich nicht rasten? Das erschließt sich mir auch nicht. Das hier ist quasi eine Sackgasse. Ich müsste nur die Tür zumachen und sie zu verbarrikadieren. Ich könnte hier ganz in Ruhe schlafen. Aber nein. Das Spiel möchte das nicht. Mann, wie komme ich eigentlich dahin? Ich glaube, wenn ich hier rechts hoch... Nee. Ah doch, hier. Und dann... Ja, Emmerich bleibt wieder stehen, weil er keine Lust hat. Dann hier durch. Genau, die Doppeltür hier. Ah, jetzt ist hier nur gelb. Okay. Gelbes Rasten. Ach, das sieht doch schon wieder nach dem Hinterhalt aus. Ihr benötigt... Ach, Schlossknacken. Leander. Danke. Okay. Kann ich mit den Fässern interagieren? Nein. Es ist ein leerer Raum hinter einer verschlossenen Tür, in der nichts ist. Und der Raum sieht auch noch so aus, wie aus der... Aus dem ersten Dungeon, erste Ebene gekratzt. Toll. Ja, ich habe die Gegner da unten gesehen, aber ach, ganz ehrlich. Hört mich nicht. Tötet sie! Das ist ein Befehl! Okay, Leutnant des Kultes. Bist du der Leutnant des Kultes? Okay. Dann bekämpfe ich wohl den hier zuerst. Mehr sind's nicht. Wisst ihr was? Ich mache jetzt mal meinen Kampfrausch. Ach so, man kriegt keinen Schrei oder so. Es steht einfach nur unten, ihr verfallt in Kampfrausch. Warum ist sie genau eigentlich hier hinten? Ach, jetzt bin ich auch noch falsch gelaufen mit ihr. Ja, Rohrgrim ist jetzt richtig im Kampfrausch. Der hat nämlich auch keinen Bock mehr. Ja, Masseneinflüsterung lohnt sich wahrscheinlich jetzt nicht. Ich nehme einfach Finger des Todes. Und hoffe einfach, dass sie dadurch sterben. Oder sie kriegen immer einen Schaden. Gleich mal noch ein Finger des Todes. Ja, 32 Schaden sind halt auch nicht übel, ne? Oh, und der kritische Treffer von Leander hat ihn getötet. Okay, Leanders Pfeile sind auch irgendwie Finger des Todes, wenn man so will. So, jetzt der Barbarenkampfrausch. Zack. Man merkt nicht so wirklich einen Unterschied, ne? Naja, geht. Könntest du aus dem Raum da raus, Isabel? Ach, der kann auch zaubern. Das ist ja lustig. Ist das der Leutnant? Okay. Der Leutnant hat einen Finger des Todes verdient. Und der kriegt auch noch eine Auflösung ab. Ich hoffe nicht, dass das der Endkampf der Ebene ist hier. Leute, das ist an Lächerlichkeit kaum zu überbieten. Oh, Rohrgrim steigt Kämpferstufe 14 auf, weil ich sehe irgendwie nicht, dass der Bobai mir jetzt auch noch viel bringt. Und er steigt auf Stärke 20. Ja, Rohrgrim. Du bist noch stärker. Isabel. Danke. Ich hoffe ehrlich gesagt nicht, dass das der Endkampf der Ebene war mit dem Lieutenant. Weil das war ganz schön lächerlich. Nein, ich habe aus Versehen auf die Formation geklickt. Aha, nein. Ach doch, passt noch. Okay, passt noch. Okay, okay, okay. Alles gut. Einmal schlafen.
Hier könnte ich jetzt natürlich wieder alle Kisten kaputt kloppen. Ja, oder ich lasse es halt. Ich verstehe gar nicht den Aufbau dieses Gewölbes. Oh, ich war da oben links noch nicht. Ach, verdammt. Den Aufbau des Gewölbes ist natürlich wieder zum Wegrennen hier. Immerhin gibt es viele leere Räume. Und einen bösen Stuhl. Hätte ein Mimic sein können. Nein, ich weiß, dieses Spiel hat keine Mimics. Mimics wären lustig gewesen. Oh, wir haben letztens in unserer Pen-and-Paper-Runde gegen ein Mimic gekämpft. Natürlich haben wir ihn nicht erkannt. Weil er auch an einem absurden Ort war. Aber hey, das war ganz lustig. Mimics sind ja meiner Meinung nach sowieso mehr Gegner, die eine besondere Situationskomik innehaben und keine wirklichen. Also, es sind keine Gegner, vor denen ich mich fürchte. Bin ich ganz ehrlich. Aber die Situationskomik, wenn der Schurke mal wieder seine Hand auf irgendeinen Gegenstand legt, der plötzlich eine Zunge wird und ihn abschlabbert, ist schon ziemlich cool. Besonders wenn es halt einfach abstruse Gegenstände sind, wie ein Regenschirmhalter oder so. Nein, in dem Fall war es eine Truhe, aber warum nicht mal der Regenschirmhalter? Mimics können ja erstmal alles sein. Und deswegen einfach mal abstruse Gegenstände zu Mimics machen. Ja, wobei, dann besteht natürlich die Gefahr, dass die Charaktere diesen Gegenstand auch komplett übersehen. Ne? Wobei, dann kann der Mimic ihnen in den Rücken fallen. Auch ganz lustig. Und dann kommt plötzlich ein mit Klauen und Zähnen bewehrter Regenschirmständer auf einen zu, der mit seiner langen Zunge alles abschlabbert. Oh nein. Guck mal, sie rennen an mir vorbei. Das ist ja lustig. Schnell weg hier. Okay, was passiert hier? Was war das denn jetzt für ein absurder Scheiß? So, Magier erstmal erschossen. So, fertig. Jetzt überlegen wir uns, was wir mit der Masse an Mist da unten machen. Untote Befehligen. Zu Ende überlegt. So. Drei sollte man immer bekommen. Das hat sonst mit dem Trefferwürfel funktioniert und es hat funktioniert. Fantastisch. Ja, das war doch schon lustig, oder? Also, ich fand das gerade lustig. Gut. Der Rest kriegt einfach einen Feuerball ab, seien wir ehrlich. Also dieses ineinander hin und her laufen, ohne dass ein Kampf triggert, ist natürlich auch spielmechanisch komplett bescheuert. Aber hey. Jetzt habe ich meine eigenen betäubt, richtig? Oh Mann, ey, warum funktioniert das so? Ja, der stellt sich mal nach vorne und wir gucken mal, was passiert. Der schießt den Drachengeborenen, warum auch immer. So kräftig sind die ja jetzt auch nicht. Ja, was mache ich jetzt? Ich schmeiße einfach weiter Feuerbälle in die Menge. Ja. Ja, das war es schon mal mit dem Drachengeborenen. Und vor sowas soll man Angst haben, ne? War das jetzt die Armee, die mich aufhalten sollte, oder was war das? Besonders, warum können die Untoten eigentlich außerhalb des Kampfes rennen und jetzt schwufen die so durch die Gegend, als hätten sie einen Klumpfuß? Fragen über Fragen. Auch wieder so eine Inkonsistenz dieses Spiels. Ist ja nicht so, dass dieses Spiel irgendwie sonst so toll wäre. Ich bleibe übrigens dabei, die Tester damals haben das nicht gespielt, dieses Spiel. 5 Stunden vielleicht. Mehr nicht. Vielleicht 10, wenn es hochkommt. Aber ich nehme keinem ab, der die Tests damals geschrieben hat und diesem Spiel eine 75er Wertung gegeben hat, dass sie dieses Spiel durchgespielt haben. Das kann ich mir nicht zu der Zeit, als es Neverwinter Nights gab, Icewind Dale, Baldur's Gate, Planescape Torment, das kann nicht sein. Das ist an Idiotie nicht zu überbieten. Rant-Ende mal wieder. Ja, den töten wir mal eben mit magischem Geschoss. Ja, und der Rest, wir wissen ja, die sind betäubt, also einfach mal einen Feuerball reinhauen und hoffen, dass deren Lebenspunkte gleich zu Ende sind. Noch zwei fallen um, sehr schön. Ja, und den Rest schaffen wir auch so. Sehr schön. Fantastisch. Eine
ein toller Encounter, der allen Beteiligten ganz viel Spaß und Freude bereitet hat. Ja, muss es ja da links oben weitergehen. Seht ihr übrigens, dass wenn Rohrgrim rennt, er den Zweihänder mit seiner rechten Hand wedelt, als wäre es irgendwie nur ein kleiner Knüppel? Mann, muss der rechte Armmuskeln haben, der kleine Zwerg. Huhuhu, das ist aber ganz schön viel Schwung für so einen Zweihänder. Ist ja auch Gewicht, ne? Oh, Formation, bitte. Bitte. So ist gut. Nein, Gegner, womit? Damit konnte ja niemand rechnen, besonders es sind nur zwei. Ach, Leute, ey, das ist doch. Kommen Sie auf mich zugerannt. Nun denn, dann erzähle ich euch, was Samson in dem Weinkeller gefunden hat. Erinnert ihr euch die Geschichte um Samson Glasaug, der in dem Weinkeller von Bertram Westfenn eingebrochen ist, um geschichtliche Dokumente, wie er glaubte, zu finden, die etwas über den Mauerbau von Grenz besagten? Denn was er finden sollte, hat ihn zutiefst verstört. Er musste ein bisschen suchen, aber in einem alten Sekretär in dem Weinkeller auch schon mit ein bisschen Bestaub behaftet, allerdings an bestimmten Stellen überhaupt nicht, sodass er noch in Benutzung schien und auch vor kurzem noch benutzt wurde, weswegen die Dokumente auch gar nicht so alt sein konnten, fand er sehr viele Pergamente über tatsächlich den Bau der Mauer, wer sie gebaut hat, aber wo es ihm kalt den Rücken runterlief im Kerzenschein, auch über absichtlich in die Mauer eingebaute Schwachstellen. Und anscheinend hat Bertram Westfan, der Gute, diese Halt! Schwachstellen. Ergebt euch! Und Samastar der Allmächtige wird vielleicht Gnade walten lassen. Ach, halt die Klappe. Und anscheinend hat Bertram Westfan diese Schwachstellen gesammelt, die auch seine Vorfahren in die Mauer eingebaut haben und zu Bündeln zusammengebunden. Er hat sogar sie kopiert. Also er hat sie immer wieder abgeschrieben und fünf Bündel gleicher Dokumente erstellt, um diese anscheinend, naja, einem Gegner zu verkaufen, dem Sanson bis da komplett unbekannt war. Er konnte nicht genau herausfinden, wem er diese Schriftstücke verkaufen wollte, allerdings schien er mit Silber und Smaragden des Ostens bezahlt zu sein oder sollte versprochen werden. Naja, sollte damit bezahlt werden, sodass Samson sich relativ schnell einen Reim darauf machen konnte, dass das auf jeden Fall keine gute Intention war, mit dem der Herr Westfan hier agierte. Er schnappte sich dann alle Bündel und wollte schnell das Haus verlassen, hat aber eine kleine Falle, einen kleinen Pin bei dem Sekretär übersehen, der anscheinend einen stillen Alarm ausgelöst hat. Er weiß es bis heute nicht genau, aber anders kann er es sich nicht erklären oder es muss eine magische Falle gewesen sein. Denn gerade als er nach oben kam, bemerkte er, wie ein magischer Schutzschirm um die Türen des Erdgeschosses gelegt wurde. Ein leichter blauer Schimmer, den er noch früh genug erkannte, bevor er den dann wahrscheinlich mit Fallen versehenen Türknauf betätigte. Und er entschwand schnell ins erste Stockwerk, dann ins zweite, rannte schweißgebadet die Treppe hoch, sprang auf die Veranda, die zum Glück nicht abgeschirmt war, und stand dann auf dem Balkon. Die Dächer von Grenz kannte er nur zu gut. Das heißt, er wusste genau, welche Dächer er begehen konnte und wo er hingehen konnte, wo er springen konnte und welche Dächer er lieber aufgrund von Morschheit und Ähnlichem meiden sollte. Allerdings, was er dann sah, von oben, von dem Balkon aus, im ersten Stock durch ein großes Fenster, ließ ihn kalt den Rücken runterlaufen. Und zwar sah er drei dunkelschwarze, berobte Magier, die einen Schatten beschworen haben. Ein Schatten, der aus ganz vielen kleinen schwarzen Partikeln bestand. Und die Magier flüsterten den Befehl, aber Samson verstand ihn nur zu gut, dass dieser Schatten den Eindringling verfolgen und aufhalten solle, bevor er diese Papierbündel abgeben konnte. Und da geht es gleich weiter, denn wir sind in Mystranor. Und während Samson um sein Leben flüchten musste in der Vergangenheit, finden wir hier eine wunderschöne Truhe, die nichts von Wert beinhaltet, nur ein paar Goldmünzen. Und davon haben wir nun wirklich reichlich, besonders wenn wir sie nicht ausgeben können. Jetzt werden natürlich einige von euch sagen: Hey,
Wir können doch zu diesen komischen Wurmmenschen zurücktracken und gucken, was die so haben. Ja, da habe ich aber keine Lust drauf. Da bin ich ganz ehrlich, weil das bedeutet nur wieder, dass wir in eine zusätzliche Inventarfolge gehen. Und darauf habe ich eigentlich keine Lust mehr. Und so gut können die Gegenstände auch gar nicht sein, die die verkaufen, seien wir mal ehrlich. Naja, vielleicht mache ich es noch, wenn ich weiß, dass das Spiel irgendwann bald endet. So, hier ist anscheinend eine Geheimtür, weil wie soll man hier sonst reinkommen? Ja, sehr gut. Was? Ich sehe nichts. Ach, es sind Schatten. Es sind Schattenlords. Oh nein. Oh Mann. Die Frage ist, das sind ja wahrscheinlich Untote. Also muss ich sie auflösen, richtig? Jo, man kann sie auflösen. Sehr gut. Das ist dann natürlich schon wieder ein Kampf-Encounter, der jetzt richtig hart ist. So, ich löse den auch mal auf. Okay, haben wir noch Gegner? Ha, der Schatten verbirgt sich in den Schatten. Seht ihr das? Das ist ja lustig. Oh, Stärke minus 5 natürlich jetzt. Oh, da ist noch ein Schatten. Wo kommt der denn jetzt her? Hat er sich etwa auch in den Schatten versteckt? Da ist ja noch ein Schatten. Was ist denn hier los? Oh, noch einer. Okay. Oh, noch einer. Also witzig. Die habe ich alle gar nicht gesehen und auf der Initiativeleiste gibt es auch nur einen Schatten. Aber hey, ich mache einfach mal Untote vertreiben. Bitteschön. Und alle explodieren. Ja, gut. Da steht noch ein Schatten, den sehe ich. Der ist jetzt auch tot wegen Rohrgrimm. Also soweit ich das sehe, gibt es noch genau einen Schatten, richtig? Und das ist der. Oder seht ihr noch einen anderen? Ich sehe zumindest keinen. Jo. Und das war's. Gut. Ein ansonsten leerer Raum, in dem nur Schatten waren. Aber hier ist ein Brunnen. Und ich kann einen Gegenstand nehmen. Na toll. Dunkler Metallhornschild, Todesalbschild, RK plus 6, Konstitution plus 2, 3, Zähigkeitswürfel plus 3, Weisheit minus 2, aber Willenswürfel plus 2. Was soll das denn? Manchmal lässt mich dieses Spiel ratlos zurück. Denn. Soldat, du bist eine Schande! Warum? Nein, jetzt mal ernsthaft, warum? Okay, egal. Also, der Gegner schreit: Soldat, du bist eine Schande, und plötzlich rennen Soldaten auf uns zu. Okay, kein Problem, machen wir. Schade, dass ich nicht früher dran war, weil das bietet sich hier hinten echt an für einen Feuersturm, den ich jetzt auch auf sie hell niederregnen lasse. Zack. Ja, die rennen jetzt wieder einen halben Marathon. Ja, jetzt stehen auch alle richtig gut um mich drum zu. Ja, okay, aber wenn die wirklich so einfach zu treffen sind, dann ist es auch gar kein Problem. Oh Mann, ey, und Rohrgrim fällt einfach zwei. Ja, komm, dann kann er auch weggehen. Ja, zwei Gelegenheitsangriffe, egal. Machen wir ein bisschen Masseneinflüsterung und machen daraus eine riesige Kneipenschlägerei. Ist das nicht lustig? So, übernehmen wir mal den hier. Wir übernehmen auf jeden Fall die Brigandiers. Die machen nämlich richtig schön viel Schaden. Ja, vier sollten reichen, oder? Ach komm, jetzt soll der Geiz. Wie viel kann ich eigentlich mit Zimbabwe übernehmen? So, und jetzt gucken wir mal, was passiert. Kommt Jim auch dazu und sieht, dass alle seine Freunde übernommen sind. Nein. Naja, ist mir egal. Eigentlich könnte ich das die jetzt auch erledigen lassen, ne? Naja. So. Ach, die geht mal raus aus dem Kampf. Die hat da keine Lust drauf gerade. Die macht sich jetzt einen schönen Beutel Kekse auf, den Samson gebacken hat. Also nicht den Beutel, sondern die Kekse. Und isst die am Rand des Schauspiels. Denn, so wie es aussieht, habe ich alle Gegner übernommen. Ist das die Wahrheit gerade? Habe ich alle Gegner? Ja, sehr schön. Huiuiui, der Kampf hätte echt anstrengend werden können. Ja.
Ja, komm, holen wir den mal raus. Was soll der Geiz? Hat er wenigstens noch eine kleine Chance, uns zu schlagen. Oder er wird von seinen Freunden geschlagen. Das ist natürlich ärgerlich. Das kommt davon, wenn man beim Pokern betrügt. Man wird von seinen Freunden im nächsten Kampf einfach geschlagen. Was soll ich dazu machen? Ist halt so. Hätte er beim Pokern nicht betrügen sollen in der großen Runde gestern Nacht. Sehr gut. Und das war's. Achso, nee. Ich muss ja noch die töten, die unter meiner Kontrolle sind, klar. Ja, Rohrgrim, den zuerst. Danke. Noch ein Schlag auf den. Danke. Zwei mit einem Streich. Sehr schön. Ja, komm, überspringen wir bis Rohrgrim. Das macht am meisten Spaß. So, dann bitte den. Darf Emmerich auch nochmal. Komm, er kriegt einen Melfsäurepfeil ab. Nicht, dass meine Magier den Zauber verlieren. Und ein Pfeil in den Rücken und dann war es das auch. Sehr schön. Jo. Leander steigt mal wieder auf. Oh, Stufe 17. Ich dachte ehrlich gesagt, Stufe 16 wäre das Maximum. Egal, Waldläufer Stufe 9. Jarial steigt auf. Hexenmeister 16. Richtig schön. Wir nehmen einfach Charisma plus 1 und nehmen als 8. Grad Zauber anscheinend flammende Wolke, was unsere einzige Auswahl ist. Emmerich wird Kämpfer. Und ja, das ist jetzt richtig beschissen. Ich nehme Weisheit 10, da das wahrscheinlich die letzte Attributserhöhung ist. Ich kriege einen Schlüssel, ein außergewöhnlich kaltes Metallstück, schwarzer Stahlschlüssel. Uns gehen die Attribute für Schlüssel nicht aus und ein Notiztext. General Norwaden, Feldmarschall Traun fordert eure Einheit zur Verteidigung der Festung an. Ich für meinen Teil glaube zwar nicht, dass wir etwas von dieser Söldnerbande zu befürchten haben, aber man weiß ja nie, ich sehe euch dann auf den Schutzwällen, General Lor. Klar habt ihr nichts von mir als Söldnerbande zu befürchten, ich habe ja nur ungefähr schon 3000 von euch getötet und wir sind nur zu sechst. Aber hey, ist in Ordnung. Man kann auch einfach dämlich sein. Irgendwann müsste es denen halt auffallen. Ich raste so oft. Ich bin hier schon monatelang zugange. Und die unterschätzen mich halt immer noch, ne? Das ist auch so ein dummes Plot-Ding, was ich nie verstehen werde. Bei mir in RPG-Kampagnen sind die Bösen halt so, wow, die sind irgendwie schon drei Räume in meinem Dungeon drin. Hey Leute, wie wär's, Nun, wenn wir. Lieblinge Summasters, kämpft um euer wertloses Leben! Ja, ne, dann heuern die entweder neue Hilfe an oder sie fliehen einfach. Naja, Erzmagier des Kultes, nun Lieblinge Samastas, was auch immer, kämpft um euer wertloses Leben. Samastas scheint irgendein böser Gott zu sein, wie immer. Ach, der hat sich jetzt wegteleportiert. Wer ist das? Miro. Ach, das ist Miroden Silberklinge. Guckt mal an, den ich befreien soll. Ja, endlich mal. Miroden Silberklinge, ich habe dich gefunden. Juhu, und warum haben die eigentlich eine Überraschungsrunde? Warum bin ich eigentlich noch überrascht von Gegnern hinter Türen? Wie dumm sind denn meine Leute, bitte? Das ist doch nicht deren Ernst. Mann. Kannst du auch keinem mehr erzählen. Machst die Tür auf. Oh, hoch. Damit konnte ich ja gar nicht rechnen, dass hier Gegner sind. So ein alberner Scheißdreck schon wieder. Besonders ist Samson betäubt. Das ist jetzt der vierte Wolkeneffekt, den ich kenne. Wir haben einmal das grüne Gekrissel, den grünen Ring, dann haben wir den weißen Ring. Was ist das jetzt? Soll ich gleich laden? Obwohl der erste Ring schon weg, ne? Also die Idee ist, die ich haben könnte, dass ich mich ein bisschen klüger hinstelle, als wie meine Charaktere in Autoformation hingegangen sind. Aber irgendwie ist es mir auch gerade egal. Und ich probiere es einfach mal so. Besonders, sie müssen alle so um sich drum zurennen, ne? Das ist eigentlich total bescheuert. So, wir probieren mal Flammende Wolke. Er hat ja einen neuen Zauber. Ich habe keine Ahnung, was sie macht. Aber meine Hoffnung ist, ziemlich viel Badaboom. 14 Schaden im Durchschnitt. Das ist es. Das ist es. Aber wenigstens ein anhaltender Effekt, so wie es aussieht. Okay, ja, damit kann ich dann ja leben. Machen wir in den Flammensturm noch einen Feuersturm rein. Weil, warum nicht? Mirrodin Silberklinge da hinten ist ja gesichert, ne? Hoffen wir mal. Denn ich hatte jetzt gleich ein Problem. Hä, der kriegt jetzt irgendwie keinen Schaden. Oh, der Effekt sieht auch bescheuert aus. Hätte man anders machen können, naja. Nein, du sollst auf den Magier schießen, du Depp. So ist gut. Ja, irgendwie verstehe ich nicht, was dieser Feuersturm hier jetzt macht.
Ja, da kommt nämlich. Was macht der? Was ist das denn? Oh, Todeswolke, nein. Ich glaube, das könnte nichts werden, eventuell. Gut. Eventuell, ich bin mir noch nicht so sicher. Kann der hier hinten Finger des Todes hinzaubern? Nein. Kann der Auflösung auf dem Magier zaubern? Weil dann hört ja die Todeswolke auch auf. Ja, kann er. Sehr gut. Lösen wir den Magier mal auf oder versuchen es zumindest. Zack, aufgelöst. Jetzt müsste die Todeswolke weg sein. Sehr schön. Haben wir wenigstens ein bisschen Erholung. Sie heilt sich. Wer ist da jetzt umgefallen nach Jarial? Okay. Boah, mit zwei Pfeilen habt ihr das gesehen. Links-Rechts-Kombo und schön beide liegen im Dreck. Sehr gut, jetzt hat sich die Lage etwas geklärt. Ja, komm. Rohrgrim macht seinen Job auch gut. Ja, Emmerich hat halt längst nicht so eine gute Waffe gefunden wie Rohrgrim, ne? Das merkt man auch. Also Rohrgrims Schadensoutput ist halt echt anders einfach. So doppelte bis dreifache. Aber gut. Sehr schön. Den nächsten erschossen. Ja, dann geh mal da in die Tür. Ja gut, dann können wir ja, wenn wir Mirrodin gleich gefunden haben, das Mithal wiederherstellen und zack, fertig. Haben wir dann nicht das Spiel gewonnen oder so? War das nicht die ganze Prämisse? Ich meine, der Endkampf eben war richtig heftig, ey. Das war ein Endkampf, so wie ich ihn mir vorgestellt habe. Deswegen fertig. Haha. Yes, kritischer Treffer, Leander. Sehr gut. Dann brauche ich gar nicht da hinten hingehen. Aber ich gehe trotzdem hin. Sehr gut, selbst Isabelle macht ihren Part hier gut. Macht euch gleich bereit für Dialog des Todes, ne? Das wird jetzt hier wahrscheinlich eine richtig gute Zwischensequenz-Dialog geben. So, Samson, Hexenmeister. Charisma auf 22 natürlich. Er kann auch nur flammende Wolke. Was ist das für ein Quatsch? Also, sie haben wirklich nicht mehr Zauber eingefügt, außer einen höchsten Grad Zauber. Ich bin mäßig begeistert. Das kann doch nicht wahr sein. Endlich frei. Es ist doch noch nicht alles verloren. Wer immer ihr auch seid, euer Mut hat mich einem schrecklichen Feind entrissen. Jetzt müssen wir uns beeilen. Okay, er teleportiert mich einfach. Okay, wo bin ich denn jetzt? Kann ich eben rasten? Kann ich eben speichern? Ich mach mal Achtung Lost, weil ich überhaupt nicht weiß, wo ich bin. Ich raste mal eben. So, jetzt aber. Hier sind wir sicher. Zumindest für eine Weile. Ich bin Mirrodin Silberklinge, Beschützer Balnor. Jetzt wissen wir auch, wie es ausgesprochen wird. Vor Jahrhunderten war ich ein Diener des Reiches, ein Vertrauter des Zirkels und ein Magier des Hohen Rates. Als Mythdranor fiel, gab ich das, was einst mein Leben war, um mich selbst mit dem Mythal zu vereinen und es durch den Saphir der Bindung zu steuern. Ich habe seitdem ungestört in diesen Höhlen geruht, mit dem Mythal in Verbindung gestanden und versucht, das magische Netz an seinem Verfall zu hindern, während die Jahre an mir vorbeizogen. Mistranor zerfiel. All das, was ich kannte, verdorrte und starb. Rivalen, Feinde, Geliebte, selbst die Bäume, die unsere Türme gen Himmel hielten. Ich aber existierte weiter
und behütete das Metall, um das Einzige zu schützen, was von unserer einstigen Größe geblieben war. Unsere Hoffnung. Bis sie kamen. Der Drachenkult. Meine Einsamkeit hatte mich schwach gemacht. Ich habe nachgegeben, als ich hätte stark sein müssen. Aber ihr habt mich befreit. Es gibt also noch Hoffnung. Ihm erzählen, dass Anorvain euch schickt. Anorvain hat überlebt. Ich dachte, die Jahre hätten ihren Geist gefordert. Sie kam zu mir vor einigen wenigen Jahrzehnten. Sie wusste, dass ihre Anwesenheit die Bürde, die die damalige Zeit mir auferlegte, versüßen würde. Wir sprachen über vergangene Zeiten, goldene Zeiten vor dem Tränenkrieg, über Bräuche und über Intrigen, über die Überheblichen und die Schönen, ihn fragen, wie wir helfen können. Meine Zeit ist um. Ein anderer muss nun die Bürde von mir nehmen. Das Metall braucht einen neuen Beschützer. Ihn fragen, warum er nicht länger der Beschützer ist. Sie kamen zu mir, sie wollten den Saphir, sie drangen in meinen Verstand ein. Ich musste sie aufhalten. Glaubt ihr, ich hätte ihn ihnen überlassen? Glaubt ihr, ich würde Jahrhunderte des Vertrauens verraten? Ich habe ihn zerstört, er existiert nicht mehr. Vergebt meinen Zornesausbruch, ich fühle mich schwach. Ich habe zerstört, was ich einst zu beschwitzen schwor, aber das Metall muss wiederhergestellt werden. Ein neuer Hüter muss gefunden werden, ein neuer Edelstein, dem Metall geweiht, ich habe versagt. Aber ihr könnt es schaffen. Wo finden wir einen neuen Edelstein? Die Edelsteine waren ein Geschenk des Zwergenfürsten. Sie haben unermüdlich tiefe Stollen in die Berge getrieben, um sie zu finden. Ein Rubin, ein Saphir und ein Smaragd. Der Rubin wurde von den Nykaloten zerstört, als die Armeen der Finsternis die Stadt belagerten. Aber wenn das Haus der Edelsteine noch immer stehen sollte, ist auch der Smaragd erhalten geblieben. Er befand sich in einem Hort der Unaglüm-Zwerge. Ihn fragen, wer als Hüter in Frage kommt. Allein die Beschwörungsformel würde eure Zunge austrocknen lassen. Nein, nein, der Hüter muss nach den alten Regeln geschult sein. Es ist eine wahrhaft schwierige Herausforderung, aber Anorvain Eldenlied wird an der Aufgabe wachsen, genau wie ich, klammert auch sie sich an den sterbenden Traum dieser Stadt. Bittet sie in meinem Namen, die Hüterin des Metalls zu sein. Der Drachenkult wird von Tag zu Tag stärker. Nein, wird er nicht, ich habe ihn fast ausgelöscht. Ihre Herrin peitscht sie zu einem Zerstörungswahn an, um ihr Reich zu vergrößern, bestuert sie Dunkelelfen heraus aus den Tiefen der Unterwelt und unter Kormantor. Man erzählt sich von einem schrecklichen Fuhl der Verdammnis, der die Seele aus dem Leib reißt. Er saugt die Lebensenergie aus Feruins hungrigen Mündern. Ohne die Stärke des Metalls werden wir sie nicht aufhalten können. Beschafft den Edelstein, findet einen Hüter für ihn. Meine Schätze gebe ich euch, um euch bei eurer Aufgabe zu unterstützen. Waffen und Rüstungen, die seit dem Fall des Reiches kein Sterblicher mehr getragen hat. Nehmt sie, denn mein Werk in dieser Welt ist getan. Wenn ihr das Metall wiederhergestellt habt, werde ich endlich in Frieden ruhen können, nach so unendlich langer Zeit. Es gab noch ein paar mehr Gesprächsoptionen. Ah, ist mir auch egal. So, wir haben eine Elfen-Platin-Ritterrüstung. Wunderbar. Wir haben schon wieder ein Zweihänder plus 5. Schon wieder ein Zweihänder, okay. Schauen wir uns den Spaß einmal an. Die Rüstung sollte... Also die Zweihänder sind halt alle schlechter. Ja, weil der macht halt 4W6 plus 6 Schaden, okay. Ich könnte halt Emmerich einen Zweihänder geben, aber ganz ehrlich, mit Schild ist er irgendwie auch nicht so schnell am Boden. Ja, einen ganzen Rüstungsklasse mehr. Nice. Emmerich, was sagst du zu der Rüstung, die vorher Rohrgrim trug? Ja, keine Änderung. Gott. Was ist denn mit dem neuen Schild? Wie ich eben schon anmerkte, Weisheit minus 2, aber Willenswürfel plus 2, okay. Ah, 32, sehr gut. Nehmen wir. Gott, das war die Truhe. Ja, okay, Kettenpanzer. Leichter Streitkolben plus 5. Das sind nicht so gute, so gute Items, wie mir der Typ gerade weismachen wollte. Und ich frage mich, warum ich nicht noch ein bisschen mehr mit ihm reden konnte. Ja, es gab ja noch Gesprächsoptionen. Finde ich gerade ein bisschen schade. Aber ist auch ein bisschen okay. Und nach tausenden von Jahren sollten diese Tränke wahrscheinlich nicht mehr trinkbar sein. Aber auch das ist uns vollkommen egal. Wir nehmen einfach alles mit. So, jetzt hat er eine neue... Oh, es ruckelt schon wieder ohne Ende. Wo ist denn jetzt die Lederrüstung, die ich eben bekommen habe? Warum hat sie die denn?
Ja, ist halt. Na gut, da hat er mehr Rüstungsklasse, aber der hier gibt halt Zauberresistenz. Na, dann nehme ich doch die Zauberresistenz. Bin ich ganz ehrlich. Gut, waren das alle Truhen oder? Und warum kann ich jetzt nicht mehr mit dir reden? Mensch. Gut, ab durchs Portal. Kann das wirklich sein? Wir haben den Dungeon beendet und sind mal wieder. Ach, hier! Ja, guck mal an, wo wir sind. Naja, wir sind hierhin teleportiert. Ach, das ist sein Heim. Okay, ich verstehe. Da waren wir vorher schon. Ja, gut. Jetzt muss ich zu der Silver Blade hin, ne? Also zu der einen Frau und ihr sagen, sie soll. Kann ich das jetzt? Die solide Tür ist von der anderen Seite aus fest versperrt. Irritierend. Ich dachte, ich hätte jetzt alle Türen hier mal geöffnet. Egal. Wir haben jetzt. Genau, erstmal rede ich jetzt mit ihr. Ach, sie ist ja weg, ne? Sie ist. Nein. Eure Augen sind Ach, getrübt das vom ist ja Grauen die. vergangener Kämpfe. Möge die Göttin eure Kräfte erneuern. Ja, ich Die war Luft um komplett. uns ist noch immer angefüllt vom Odem des befleckten Mythals. Habt ihr Miro den Silberklinge noch nicht finden können? Ja, wir sagen ihr, wir haben ihn befreit. Eure Dienste werden nicht vergessen werden, aber warum hat er das Metall nicht wiederhergestellt? Immer noch lauert die Finsternis um uns herum. Sie sagen, dass Mirrodin den Edelstein zerstört hat. Wahnsinn! Könnte er so etwas getan haben? Ohne einen Edelstein der Bindung kann der Zauber des Metalls nicht erneuert werden. Das wäre jedenfalls besser, als den Stein in die Hände seiner Herrscher fallen zu lassen. Ja, seine Bande, daran würden ein solches Opfer verlangen und trotzdem ist er in der Lage, um diese Geschichte zu erzählen. Ich frage mich, das Metall ist für Mist Renner gleichzeitig Hoffnung und Untergang. Durch seinen Missbrauch nährt es das Böse genauso, wie es einst das Gute gefördert hat. Bis zu seiner Rettung wird sich die Finsternis unter Kormantor noch weiter ausbreiten. Wenn Mirrodin machtlos ist, wie können wir dann unser Unternehmen fortführen? Das Metall muss gereinigt werden. Ich sag ihr mal, dass sie der Hüter des Metalls werden muss. Wisst ihr, was ihr da verlangt? Sein Zauber ist immer noch stark, stärker vielleicht als die mir verbliebenen Kräfte. Aber wie könnte ich dem widerstehen? Im Namen der Hoffnung habe ich euch in die Tiefen der Katakomben gewagt und die Widerlinge besiegt, die unsere heiligen Stätten entehrt haben. Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht. Vor langer Zeit vertraute der Zirkel den Onaglym-Zwergen die Edelsteine der Bindung an. In ihrer Festung ist noch einer davon versteckt. Ich werde den Geist der Zwergefürsten Haraldain Eisenbarren aufsuchen und ihm von unserem Bestreben erzählen. Lasst euch von ihm den Edelstein geben, bringt ihn zum Spekulum und erklimmt den Rücken des Drachen. Antarns Portal wird nun für euch geöffnet. Anuvins Zauber verleiht euch die Feuertätowierung, mit der ihr Antarns Portal passieren könnt. Sobald ihr den Edelstein auf den Rücken des Drachen gelegt habt, werde ich meinen Platz unter ihm einnehmen und das Ritual vollziehen. Mystra wird mir bei der Erfüllung meiner Aufgabe behilflich sein. Aber seid auf der Hut, die Truppen eurer Feinde werden nun entschlossen gegen euch vorgehen. Ihr habt den Belnorn gerettet, dadurch seid ihr zu einer Bedrohung für sie geworden. Mystras Segen sei mit euch. What? War ich vorher noch keine Bedrohung, als ich mich durch tausende von den Leuten da durchgeschnetzelt habe? Na, okay. Ich bin gerade ein bisschen. Durch welche Tür kann ich jetzt gehen? Okay, ich habe eine Ahnung, aber wir probieren es mal aus. Also erstmal benutzen kleiner Steinkopf. Faust des heiligen Kutibär. AW plus 7, aber nur gegen Untote. Das ist doch scheiße. Gut. Dann. Ach, kommt schon. Echt jetzt? Echsenmenschen? Was haben die? Ach Gott. Ja, was für eine Quatschbegegnung ist das denn jetzt hier? Steinerne Echsenmenschen? Wer kämpft hier denn gegen wen? Machen wir das mal schnell. Naja, ich habe jetzt die flammende Wolke, bei der kein Mensch weiß, was sie macht, genau. Also zauber ich sie mal. Hui. So, aber wir haben ja noch mehr Flächenzauber. Ich bin immer noch enttäuscht, dass es der einzige Rat 8 Zauber ist. Weil das ist so ein Scheiß. Das verstehe ich auch nicht. Kugelblitz.
Nein, nicht auf den. Der ist immun, das weiß ich doch. Sehr schön. Fast alle tot. Sind die Steine dann wirklich wesentlich heftiger? Ne, überhaupt nicht, oder? Hä? Habe ich jetzt irgendwas verpasst? Okay. Ja, gut. Gut, dass wir das klären konnten. Wir haben hier ein Pergament und eine Salbe mal wieder. Sekunde, wo bin ich jetzt eigentlich? Oh! Seht, die Säule. Ihr wisst, was das bedeutet. Einwohner von Schätze gehen von Hand zu Hand, von Hort zu Hort. Und doch höre ich, wohin sie geraten. Fragt mich. Dank übler Macht nahm sie die Dinge, geschaffen von der silbern Klinge. Mit ihr da kämpft Quellendrala, die Ausgeburt der Höllenschar. Die Stadt, die einst kein Platz von Morden, durchziehen finstre Monsterhorde. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass die Ballade durch eine Ladezeit unterbrochen wird. Ach herrje, naja, egal. So wichtig war es auch nicht. Wo führt das hin? Tür 1, Elfenkeller. Wir können mal gucken, wir haben ja, haben wir jetzt eigentlich alle Planeten für das Planetarium gesammelt? Ach nee, Leute. Jetzt kommt ihr hier oben auch an. Ja, er zaubert Kugelblitz, ich hab's verstanden. Oh Mann. Naja, nehmen wir mal einen Schluck Tee. Gut. Ja. Ist das ein Quatsch? Ja, Feuersturm. Was soll man sagen? Ach, der Magier ist schon tot. Ach super, ich habe schon überlegt die ganze Zeit, wie ich den wohl erledigen kann. Ja gut, dann machen wir es auf die klassische Variante mit Gewalt. Ja, komm, Finger des Todes. Ja, das sind jetzt diese spannenden Endgame-Kämpfe, denke ich mal, ne? Mann, Mann, Mann. Magische Geschosse gehen immer. Die sind jetzt auf einem Level 2. Wie viel schießen die denn? 8? 3? 4? 5? Okay, ich werde es nicht herausfinden. Ja, ich bin überhaupt keine Bedrohung, ne? Also nicht vergessen, sie haben gesagt, die Söldnergruppe ist keinerlei Bedrohung. Sieht man jetzt wieder an dem großartigen Kampf, den die sie mir hier bieten. Diese doofen Gegner. Nice. Gott. So, wo waren wir stehen geblieben? Genau, haben wir genug Planeten fürs Planetarium gesammelt? Ich habe ja eigentlich immer alles erkundet, aber... Oh! Ist es ein Ja oder ist es ein Nein? Ich glaube, hier fehlt... 1, 2, 3, 4, 7, 8. Und es sind nur 7. Ne, es sind 8. Hä? Warte mal. Bei Türkis fange ich an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und ich habe 8 Kugeln. Okay, eine fehlt. Na tolle Wurst. Och, kommt schon. Kommt das jetzt die ganze Zeit, dass ich gegen diese Kackmagier kämpfen muss? Oh, Mann. Och, dieses Spiel. Zieh's doch nicht unnötig in eine Länge.
jetzt mal ernsthaft. Das ist doch jetzt Quatsch ohne Ende. Ja, Finger des Todes auf den Magier. Fertig. Weg mit dir. Du auch. Finger des Todes. Weg mit dir. Ja, komm, überspringen wir. Das ist doch jetzt Quatsch. Sehr gut. Schnell weiter. Oh, sie haben Gold fallen lassen. Das ist ja fantastisch. Ich werde mal bei dem alten Seher in das Gebäude reingehen und ihm sagen, dass ich gar nicht mal so schlecht unterwegs bin. Also, dass eigentlich gerade alles ziemlich gut läuft. Wenn ich die Drachenkultmagier wäre, würde ich ja zu ihm mal reingehen und ihm sagen, hallo. Naja, und ihn quasi töten, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber müssen sie auch nicht, ne? Oh, wollen wir nochmal in den Spiegel gucken? Vielleicht kommt da eine neue Zwischensequenz. Achtung. Elendrala. Mein Kind. Der Pfuhl hat den Hafen von Hilsfar erreicht. Kannst du die Schreie hören? Sag, etwas beunruhigt dich. Sie sind keine Dummköpfe. Sie werden ihre Helden schicken. Sie werden auf das Mythal treffen, unser Mythal, und dann auf dich. Das war genau die gleiche Zwischensequenz wie hier und je, richtig? Okay, weg damit. Gut, mal gucken, was die da oben zu sagen haben. Hallo. Ich unterbreche sie. Ja, bla bla bla, gleicher Dialog wie immer. Hä? Okay, man kann nicht mehr mit ihnen reden. Fantastisch, hui, toll. Gut. Egal. Dann werden wir hier einmal rasten. Und speichern natürlich gleich auch einmal ab, wenn wir wieder draußen sind. Denn ich glaube, wir können dadurch dieses Draußentor, welches immer verschlossen war, benutzen. Durch diese neue Rune. Und zwar das hier. Kann das sein? Ja. Aber jetzt frage ich mich gerade. Hier unten sind doch diese Wurmwesen, ne? Ich glaube, da gehe ich mal hin. Wenn wir schon mal hier sind. Ich möchte gern wissen, ob die coole magische Gegenstände haben. Ne, muss ich hier lang? Ne, ich muss da unten lang. Nur aus reiner Neugierde, ob da irgendwas bei ist, was ich jetzt noch quasi benutzen kann, um einen Machtgewinn. Ich denke mal nicht. Das müssten dann schon sehr, sehr gute Items sein, wie irgendwie plus 6 Stärke, plus 6 Geschick. Oh Mann, hätte ich das gewusst, wäre ich nicht hier hingekommen. Ja, irgendwelche Magier-Dullis schießen Feuerbälle auf mich. Okay, 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 okay. Ist ja in Ordnung. Finger des Todes. Und der Magier ist tot. Es ist lächerlicher Scheißdreck, ja. Gott. Also hätte ich das gewusst, dass jetzt alle 3 Meter quasi so ein Entertrupp auf mich wartet. Ja, egal. Finger des Todes. Zack, tot. Ach komm, ich überspringe sie. Auch tot, sehr gut. Jetzt noch die 2 Nahkämpfer, das können die beiden Magier eigentlich erledigen.
mit, naja, Finger des Todes. Tod. Ja, Save or Die Rettungswürfe sind halt dumm. Das ist, ich bleib dabei. Sowas ins Spiel zu integrieren ist halt nie intelligent. Aber jetzt spüren es wenigstens die Gegner und nicht ich. So, Finger des Todes auf ihn. Zap. Und das war's. Nein, war's nicht. Hä? Ach. Guck mal an. Da, wo ich nicht hinscrollen konnte, da steht noch ein Magier. Das ist ja witzig. Ja, und für Finger des Todes ist er zu weit weg. Ich fasse es nicht. Warum brennt es da oben? Ah, geht in Auflösung. Weg mit dem. Oh, nur 15 Schaden. Er hat tatsächlich den Rettungswurf geschafft. Naja, dann muss halt Leander ein paar. Hä? Warum gehst du denn jetzt hin? Sag mal, seid ihr eigentlich alle bescheuert geworden jetzt? Manometer. So, weg damit. So, da oben brennt was. Ach, das sind die immer noch toten Magühle. Ja, von mir aus. Die hatten was dabei. Quatschtrank, okay. Einmal speichern. Ich möchte nur zu den Händlern unten hin. Mehr möchte ich nicht. Bitte, bitte keine bescheuerten Magier mehr. Danke. Nein! Dünnbeine! Zerschmettert! Zerschmettert die Magischen! Toll, jetzt kämpfen die auch noch gegeneinander. Na, fantastisch. Oh mein Gott, könnte er bitte noch ein bisschen langsamer krabbeln? Ach so, aber er dreht sich um und schmeißt den Feuerball auf mich. Ja, das ist ja sehr nett. Ah, ist das schon wieder bescheuert. Erster Magier tot. Komm, den da oben erschieße ich. Ach, stirb einfach. Danke. Ja, der kriegt eine Auflösung ab, ganz ehrlich. Da habe ich doch jetzt überhaupt gar kein Mitleid mehr mit. Oder ein Finger des Todes. Warum geht das nicht? Ich sehe ihn doch. Das ist doch nur eine Brücke. Was soll denn meine Sicht an ihm behindern? Hä? Ihr seht das auch, oder? Was ist das denn jetzt schon wieder? Na egal. Ach, Auflösung geht auch. Okay, ich sehe ihn wirklich nicht. Okay, Brücken behindern Sicht. Das ist wichtig. Gut, dass wir das geregelt haben. Hulu, Dünnbeine, zerschmettert, zerschmettert die Magie. Ja, habe ich doch jetzt gemacht. Mann, ey. Einfach mal still sein hier. So. Ihr habt Gold? Wir haben gute Sachen. Oh. Feine nein, Sachen. Nein, okay, es lohnt sich nicht, denn Gold. Sie haben nur Schwachsinn. Ja, ach. Gott. Haben wir geklärt. Weg mit dem Mumpitz. Gott. Und wieder zurück. Ja, ist ja klar, was ich jetzt mache. Jetzt gehe ich einmal bei den Hellseher rein, raste und gehe dann durch das neue Tor in ein neues Gebiet. Wartet ein riesiger Dungeon auf uns? Wartet vielleicht doch Schloss Kormantor auf uns? Kein Mensch weiß es. Na, es muss eigentlich Schloss Kormantor sein. Was soll es sonst sein, ne? Was soll es sonst sein? So, wir gucken es uns an.
Okay. Oh nee, Drachengeborene. Ach, wir wissen doch schon, dass die auch keine Herausforderung für mich sind. Egal, ich zauber trotzdem mal eben Hass, dann geht's einfach schneller und besser. Gut, wieder nur auf einen, fair. Ach, sie haben mich gesehen, okay. Es ist Hauptmann der Drachenar. Okay. Da müssen wir uns vielleicht ein bisschen anstrengen. Ja, Finger des Todes geht halt immer noch nicht. Sind die wohl gegen Feuerbälle immun? Ich glaube, es wird Zeit, das mal auszuprobieren. Hauptmann der Drachenaare. Okay. Okay. Ja, man kann halt in diesem zweidimensionalen Mischmasch auch echt schlecht sehen, was Höhenstufen sind und was nicht, ne? Naja. Also finde ich zumindest. Klar, hier geht irgendwie der Weg hoch, aber so richtig erkennbar. Oje, und sie haben auch nur Nahkampfangriffe, ne? Also es sind jetzt keine irgendwie kreativen Gegner. Nein. Was erwarte ich schon? Machen wir mal Finger des Todes, vielleicht klappt das ja. Jo, klappt, sehr gut. Wisst ihr was, dann kann das Samson auch machen. Dann haben wir das auch erledigt. Wunderbar, Finger des Todes schafft es immer noch. Oh, man kann hier oben drauf. Das ist der Altar, von dem Anna Wayne gesprochen hat. Aber euch fehlt der Smaragd, um das Metall wiederherzustellen. Ja, okay. Ja, aber... okay. Aber wo muss ich hin? Moment. Ist das da oben das Haus der Smaragde? Das hier? Haus der Edelsteine. Oh nein, Backtracking der Hölle. Okay, hier musste ich noch gar nicht hin. Ich muss nochmal zum Haus der Edelsteine. Ja gut, dann sagt mir das doch. Oh, da muss ich nochmal durch die Fallen. Oh. Ah, ich habe jetzt den Schlüssel. Den habe ich immer noch. Sehr gut. Dann muss ich jetzt hier oben lang. Genau, und von hier konnte ich dann da vorne rechts. Oh Mann, ey. So, ich glaube hier. Und dann musste ich nach rechts... Oh nein, Magier. Wenigstens steht er ganz vorne, dass er als erstes von meinen Pfeilen gefällt wird. Sehr gut. Ein paar Drachengeborene sind auch dabei. Ich brauche halt einen Schlag, um einen der mächtigsten Krieger meiner Widersacher zu töten. Einen. Leute, das sollte euch zu denken geben. Naja. Und Finger des Todes funktioniert halt auch ganz gut. Nicht wahr? So, und jetzt kommen noch zwei von diesen Drachenartigen. Die gleiche Animation haben wie Magüle und Gargüle, aber ignorieren wir das mal. Sehr gut. Ja, fantastisch. Lauscht, oh Sterbliche, die ihr das Gift hinfortgespült habt. Lauscht den Klängen des Wassers.
Oh Leute, ich kriege jetzt das Wort des Wassers, womit ich alle Wassertüren öffnen kann. Jetzt erst. Aber das, da gehe ich doch jetzt nicht nochmal hin überall. Scheiße. Okay, fragen wir an, was sie ist. Mein Name? Mein Name? Es würde ein Jahr eures Lebens dauern, meinen Namen auszusprechen. Außerdem würdet ihr ihn falsch aussprechen. Und dann müsstet ihr von vorne beginnen. Nennt mich Plinchry. Was ich bin? Nun, ich bin der Geist dieses Ortes. Najat, so nennt euer eins mich. Meine Seele lächelte im ersten Regen und ich war schon alt, noch bevor der erste Baum hier wuchs. Aber hört, hört, hört ihr das Lied? Es ist wunderschön. Nein, 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 hört ihr es denn nicht? Das Lied verliert seinen Klang. Drei der Wasserglocken fehlen. Was sind Wasserglocken? Sie sind wohlgeformt aus Bein und Muschel und ausgehöhlt durch Sand und See. An der Luft sind sie stumm, tauft man sie jedoch in Wasser, singen sie mit reinem Klang. Ich will die Wasserglocken zurück, ich habe Schätze zum Tausch dafür, Dinge, die man in den dunklen Zeiten in meine Obhut gegeben, als Feuer oder das Wasser zerkochte und die Stadt den Tod erlitt. Wenn ihr eine von den dreien findet, gebt sie einen Brunnen in der Stadt, übergebt sie wieder dem Wasser und sie wird hell erklingen. Ich werde es hören und euch zu euch eilen, um euch zu belohnen. Ich bitte sie im Feldzug gegen den Kult. Helfen, ich bin zu mehr sogar bereit. Ich werde sie besiegen, selbst wenn sie die Kreaturen lebend gar Flammen sind oder so hoch wie Berge. Selbst dann wird ihr Feuer eines Tages vom Regen erlöscht und Wasser wird ihre Knochen in die See spülen. Ich werde nach den Wasserglocken suchen. Dann werde ich schwimmen, mit mehr Schönheit schwimmen als je zuvor. Mein Schwimmen soll die Felsen erweichen und weinen lassen und mein Singen wird Hügel und Täler waschen und sie neu gebären. Dies werde ich tun, gleich was ihr tut oder sagt, doch ihr seid jetzt ein Teil davon. Und für euresgleichen ist solcher Sinn für alle Maße in Edel. Leb wohl. Leb wohl. Tschüss. Haben wir jetzt das Wasserlied denn gelernt? Wahrscheinlich, ne? Oh, Scheiße. Oh, nee, 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 nee. Oh, Magier. Es ist... Das Spiel ist so dumm. Oh, Mann. Ja, ich stelle mich an die Magier ran. Ja, es ist doch kacke schon wieder. Erstmal kriege ich jetzt zum Endgame hin eine Nebenquest, die mich komplett nochmal durchs Spiel laufen lässt, weil ich natürlich jetzt nicht mehr weiß, wo diese bescheuerten Wassertüren sind. Und zum anderen laufen mir die ganze Zeit diese Dulli-Magier entgegen. Dieses Spiel. Ich bleib dabei. Kein Tester, der damals auch nur eine halbwegs gute Wertung für dieses Spiel gegeben hat, hat dieses Spiel jemals durchgespielt. Es kann nicht sein. Es gab in den Jahren zuvor so viele... Ich meine, Icewind Dale wurde damals abgestraft, weil es zu kampflastig war. Gegenüber diesem Spiel ist Icewind Dale 1 und 2 ein Meisterwerk der Geschichtserzählung. Und das sage ich als Fan von Icewind Dale, ja. Aber glaubt mir, ich habe Icewind Dale dreimal durchgespielt und einmal im Multiplayer. Gegenüber diesem Spiel hier ist Icewind Dale ein Meisterwerk. Wirklich, das erzählt nämlich wenigstens eine grandiose, oder besser gesagt, es erzählt überhaupt irgendwas. Und nein, diese MacGuffin-Suche ist keine Geschichte. Nur weil mir irgendein Typ sagt, oh, ihr müsst jetzt A suchen, dann finden wir A. Egal, ob das ein gefangener Elf ist, ein Stein oder was auch immer. Und dann sagt mir irgendwer, ja, jetzt müsst ihr aber B suchen, um nur dann irgendwie C suchen zu müssen. Das ist wortwörtlich keine gute Geschichte. Das ist... Nein. Ist es halt einfach nicht. Na, das können die noch so schön verpacken. In, ja, und dann das und jenes und Magie und ich mache das schon seit 1000 Jahren, ja, schön für dich, aber nein, ich habe überhaupt, wo ist denn der Myrkul-Ring, wer hat den, das ist halt, ach, das hat keine Gravitas, das hat keine Tiefe, das ist einfach nur,
immer wiederholen von ewig Gleichem. Wer hat den Mykul-Ring? Ach Leute. Jetzt sag mir nicht, keiner hat den mehr und doch. Da ist er. Yarial hat ihn. Ja, auf jeden Fall, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Wenn man ganz ehrlich ist, das erste Baldur's Gate hatte auch keine großartige Geschichte. Das erste. Aber die Geschichte war halt immer noch 3000 Mal besser als das hier. 3000 Mal besser. Dazu stehe ich mit meinem Namen, Klaus Hipp. Oh, der Mirkulring ist aufgebraucht. Jetzt muss ich mir was überlegen, wenn mein Kleriker stirbt. Naja. Nee, ist er doch nicht. Gott. Hat noch zwei Ladungen. Nee, Leute. Und diese MacGuffin-Jagd ist halt auch genauso bescheuert, wenn die einfach immer wieder die gleichen Gegner entgegengesetzt werden. Und das Böse, oder besser gesagt das Endböse... Oh, nee! Und das Endböse einfach auch so bescheuert ist und die ganze Zeit nur sowas sagt wie... Ich habe eine Idee, öffnet die Türen, damit wir sie töten können. Und ich so, was? Seid ihr dumm oder was? Also... Ja, ihr versteht genau, was ich meine, deswegen werde ich das jetzt auch nicht weiter ausführen. Ja, komm, machen wir mal flammende Wolke hier irgendwie. Irgendwie, die flammende Wolke schockt nicht so richtig, bin ich ganz ehrlich. Also so 12 Trefferpunkte Schaden ist jetzt nicht so das, was ich sagen würde, Grad 8 zauberwürdig. Da bin ich ja jetzt mal ganz ehrlich. Naja. Auflösung, du, weg. Nicht getroffen. Na, immerhin Rohrgrim macht noch seinen Job. Ja, sie kriegen ja auch keinen weiteren Schaden durch diese Flammenwolke. Ich verstehe diesen Zauber nicht. Nachher muss ich mir noch die Zauberbeschreibung durchlesen, um zu verstehen, was er macht. Was soll das? So. Auflösung. Tschüss. Ja, er fliegt da durch und es passiert nichts. Irgendwie... Was ein Quatschzauber. Oder sehe ich das irgendwie falsch? Oh, wie ich dieses Backtracking hasse noch. Immer gleiche Gegner, immer gleiche Gebiete. Egal. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich das mit den Wassertüren mache. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß es nicht gerade. Ja, komm rein da. Das Einzige, was jetzt richtig witzig wäre, wäre in dem Fallenraum, wenn da jetzt richtig schön viele Magier einfach tot liegen würden. So, wo kann ich jetzt die Fallen ausschalten? Ich habe da ehrlich gesagt jetzt überhaupt gar keine Lust mehr drauf. Ich gebe ihm jetzt diesen Prümpel. Zack. Weil er kann da durchlaufen, ohne dass ihm was passiert, richtig? Ja, sehr gut. Wo war das denn? Irgendwo konnte man den ausschalten, aber ich weiß nicht wie. Ja, Rettungswurf, bla bla bla. Oh, dass einem sowas auch nicht angezeigt wird. Dieses Spiel macht mich total betroffen. Da, nee. Und Leander steht in dem Blitz und sagt sich so, hallo. Euer Ernst? Ja, Leander. Deaktiviere die Falle in der Halle der Unaglym. Das hier ist die Halle der Aufbewahrung. Na, sagen wir mal, es ist Halle der Unaglym. Irgendwo muss ich das so reinstecken können. Oh, das ist doch ein... Ich spiele doch hier kein Wimmelbildspiel. Wisst ihr was? Ich renne einfach durch und guck, was passiert. Es ist mir auch ehrlich gesagt jetzt zu doof. Ich speichere vorher und guck mal, so viel Schaden kann das gar nicht machen. Ne, tut's wirklich nicht. Okay. Sehr gut. Jetzt hoch zu dem Zwerg.
Hallo. Nun, wie ich gehört habe, wart ihr fleißig. Anowin kam, um mich zu besuchen. Sie erzählte mir von euren Heldentaten und eurer Suche nach einem Edelstein der Bindungen. Ganz ehrlich, wenn ich es nicht besser wissen würde, greift er mich gleich an, weil so wie der Synchronsprecher das ausspricht, klingt er einfach böse. Also werde ich etwas tun, was ich schwor, nie zu tun. Ich werde euch den Schlüssel zum Hort der Onaglym-Zwerge geben. Oh, nice, okay. Wo müssen wir hingehen, um den Hort zu betreten? Ihr müsst hinaus ins Freie, in den Hof des Hauses der Edelsteine. Inmitten des Hofs steht eine Statue, oder sollte ich besser sagen, die Statue ist fort, doch ihr Sockel steht noch. In jenem Sockel ist ein Loch, dort hinein gehört der Schlüssel, den ich euch gebe. Bla bla bla, Fragen, was ihr mit dem Edelstein anfangt, wenn ihr ihn gefunden habt. Tragt ihn hinauf auf das Spekulum, Check mache ich. Fragen, wie der Edelstein aussieht. Smaragde Bindung, groß, grün, ja ja, makellos, strahlend, schön, nach der Größe des Horts. Groß, ja, wunderbar. Okay. Der Schlüssel ist eine Art Kurbel. Sie besteht aus Eisenschäften, verbunden mit Kettenstücken. Eine gar seltsame und listige Apparatur. Steckt die Kurbel in den Sockel zwischen zwei Steinen, werden die ein Loch finden. Er wird ganz hineinpassen und was verborgen war, wird offenbart. Habt ihr da noch Fragen, bevor ich euch die Kurbel gebe? Ja, der Kult schickte 2-3 Dutzend Krieger. Das tut er... Doch bleiben sie nicht lang, sie sind ergötzlich dumm, was Fallen anbelangt. Ah, ein Weilchen ist es her, da kam ein Schurke durchgekrochen. Ha, das war ein schlaues Kerlchen, nicht eine Falle hat er losgetreten, nicht eine. Doch Schätze fand er auch nicht so viele und so kroch er wieder fort, okay. Ja, okay. Wir sind bereit zu gehen. Der Edelstein ist in euren wertvollsten Schätzen, lässt ihn nicht... dem Kult in die Hände fallen, sonst ist das Metall für immer für uns verloren. Und hier nun ist die Kurbel, hütet euch wohl, sie zu benutzt sie, wie ich es euch aufgetragen habe. Okay, wir finden einen Wagenheber. Nice. Hat er irgendwas noch Besonderes? Nein. Fantastisch. Ah, wartet, hier kann ich rasten. Ach shit, ich hätte rasten sollen. Kann ich hier vielleicht auch rasten? Nein, dann einmal zurück und rasten gehen. Gut, die Magyl und Gargyle im Hof habe ich ja schon getötet. Das heißt, es werden jetzt einfach 3000 Magier auf uns warten. Also das ganz normale Standardprozedere. Oh, dieses Spiel. Es geht einfach mal weiter, ne? So, mal gucken. Du hast uns freiwillig zur Zombie-Wache gemeldet? Bei der Klaue, du bist wahrlich ein Idiot! Echt jetzt? Oh Mann, da gibt's echt noch mehr Gegner. Wie sind die denn hier hingekommen? Sommerster, rette uns! Sie sind keine Zombies! Ja, ach. Sind das jetzt wirklich nur 2 Gegner? Ach, dieses Spiel verarscht mich doch. Der Rohrgrim geht jetzt hin und schlägt 2-mal drauf und dann ist der erste tot. Oh, es ist passiert, wie ich gesagt habe. Und mit etwas Glück tötet der zweite. Ne, okay. Leander hat es leider nicht ganz geschafft, okay. Ach, das war gar nicht Leander, das war die Schleuder von Samson. Hm, okay. Okay, was soll das hier? Das war jetzt der Kampf. Okay, cool. Bitte keine bescheuerten Kultmagier mehr. Seht ihr das, was ich sehe? Eine Armee aus Zombies. Ey, Leute. Untote Vertreiben hat die Hälfte ausgerottet. Ja, und schmeiß ich noch einen Feuerball auf die anderen. Hallo? Das mit den auf so Treppen und so ist schwierig, ne? Oh Mann. Ja, gut. Auf Treppen ist tatsächlich schwierig.
Das Gute ist, ich kann Untote vertreiben noch ein paar Mal. Das heißt, das werde ich jetzt auch einfach benutzen. Wieso konnten denn jetzt keine vertrieben werden? Ach, jetzt sind natürlich wieder Leute immun und ich muss auf dieser bekloppten Treppe kämpfen, oder wie? Okay. Ich löse den erstmal auf. Ja, den kann ich nicht sehen, von da oben. Ach, komm schon. Du Boah, ich versuch echt ruhig zu bleiben, ne? Aber wenn ihr es schon nicht schafft, die Höhenebenen gut einzuprogrammieren, dann lasst es halt. Oh Mann. Naja, ist doch schön. Wir kommen voran. Langsam, aber sicher. Auch wenn wir gegen die immer gleichen Gegner kämpfen. Es ist doch eine Freude. Immerhin machen wir das hier zusammen und nicht ich alleine. So, den lassen wir mal ganz schnell auflösen. Weg mit dem. Was sind das denn für Zombies, dass die immun sind? Alter Zombie, Rüstungsklasse 10. Wisst ihr, Pathfinder 2 hat ein System bei so niedrigen Rüstungsklassen, dass die Kämpfe wesentlich schneller gehen. Denn bei Pathfinder 2 ist es so, dass wenn man die Rüstungsklasse um 10 übertrifft oder mehr, dass man dann automatisch einen kritischen Treffer macht, auch wenn man keine natürliche 20 gewürfelt hat. Was für ein grandioses System. Das bedeutet, dass gute Kämpfer gegen Dulli-Kämpfer wesentlich häufiger kritisch treffen. Ja, ist das sinnvoll? Natürlich ist das sinnvoll. So, wie komme ich denn jetzt zur Statue? Muss ich irgendwie links, rechts, runter, drüber, hüben, drüben? Wie auch immer. Oh, wow! Es sind noch schlurfende Grule hier. Oh Mann. Dieses Spiel ist reinste Zeitverschwendung. Naja, was willst du machen? Aber es sind ja keine Morgs, ne? Also schlurfende Grule sollten ja jetzt wohl nicht so immun sein gegen mich. Ach, die haben auch Trefferpunkte ohne Ende. Naja, fangen wir einfach an mit Auflösung. Ha, ich wollte schon fast Emmerich auflösen. So, einmal dich aufgelöst. Fangen wir von hinten nach vorne an. Einmal dich aufgelöst. Sehr gut. Rohrgrim kümmert sich um den. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich nochmal wirklich gegen Zombies kämpfe. Aber hey, Überraschung, denke ich mir. Komm, Untote vertreiben, weg mit denen. Ja, cool, fast alle platzen, bis auf den Wiedergänger. Ja, komm, wir probieren mal Auflösung. Nein. Okay, die Wiedergänger scheinen die neuen Moorgule zu sein. Ignoriert, was ich sage. Gut. Die Frage ist jetzt, wie komme ich auf die andere Seite? Durch diese ganze Pseudo-Höhe und so weiter. Ne, hier im Hof nicht. Ich frage mich immer noch, wie die hier hingekommen sind. Aber das Spiel, was das angeht, ist natürlich auch total inkonsistent. Muss ich erst wieder nach draußen oder wie ist das? Ist das der Innen-Außenhof? Oder ist das... Wie komme ich da hin? Ich verstehe die Höhenebene nicht. Okay. Probieren wir es mal von außen. Das heißt, alles, was ich jetzt mit den Zombies gemacht habe, war komplett sinnlos. Es ist ein Graus. Wo komme ich da nochmal hin? Ach, da komme ich in den Turm, ne? Ja, wir rennen einfach durch. Ja. Komm. Was? Wo sind die anderen? Nein. Alle darüber. So. Wunderschön. Raus hier. So, und wenn ich jetzt hier rumrenne, kommen bestimmt die nächsten Magier entgegen. Wetten,
Ja, Samson rennt natürlich in seinem Mut wieder vor. Auch das ist an Klugheit kaum zu überbieten. So, jetzt müsste ich ja, wenn ich die Höhenebene richtig verstanden habe, ja. Es ist der Innenhof, den man nicht von dem Ding erreicht. Gut, so, jetzt benutzen wir einmal den Wagenheber. Ui, guck mal, ein Dungeon. Nein, nein. Kann ich nicht reingehen. Oh, wie aber dieses Spiel in den elementarsten Dingen nicht funktioniert. Ja, Gott, wo kommen wir jetzt hin? Es ist kein Gewölbe. Okay, es ist nur ein Raum. Sie hatten auch keinen Bock mehr auf das Spiel. Absolut fair. Ich speichere ab, weil ich die Befürchtung habe, dass hier alles mit Fallen gesichert ist. Soll Leander vorgehen. Ach so. Wir nehmen den Smaragd. Vorsicht, den nehmen wir ihn aus der Truhe, in der er jahrhundertelang gelegen hat. Ja. Das war's. Überraschend simpel. Wir rasten eben kurz. Und dann werden wir wohl den Smaragd auf das Spekulum legen. Im Namen von Asmark Duatel. Eure Leben sind ver... Ach, egal. Töte sie! Ist das jetzt euer Ernst? Ein Hinterhalt? Ohne Magier, nur mit den Dullis? Ach, geh sterben. Kämpfer des Kults. Okay, es sind nicht mal irgendwie besondere Dullis. Es sind wirklich nur Dulli-Dullis. Okay. Von mir aus. Finger des Todes. Immerhin schaffen sie ihre Rettungswürfe. Naja. Jetzt fangen sie an wegzurennen, weil sie ihre Moralwürfe nicht schaffen. Ja, sehr schön. Von mir aus, das sollen sie von den Drow lernen. Die haben das auch immer so gut drauf gehabt, wegzurennen. So kleine Feiglinge. Sehr, sehr gut. Grimm, erledige den Typen. Gut, das war's. Also, darf ich jetzt erwarten, wenn ich jetzt zum Spekulum zurückrenne, dass hier jetzt überall wieder Gegner sind, ne? Nur damit wir es einmal klar haben. Wo ist denn jetzt der Rest? Was ist denn jetzt passiert? Nein. Mir rennen echt die ganze Zeit Gegner entgegen. Welche Reichweite hat Auflösung? Oh, nein, es geht. So, erster Tod. Das ist halt schon wieder so dämlich, ne? Also das ist also wirklich an Dämlichkeit auch kaum zu überbieten. Dass sie mir jetzt immer die vier gleichen bescheuerten, einfachsten Gegner entgegenschleudern. Anstatt mir mal einen Kampf zu bieten, der spannend ist, bieten sie mir 100 Kämpfe, die an, naja. Sie sind wertlos. Es sind wertlose Kämpfe. Die braucht keiner. Was soll mir das denn sagen? Dass die Bösen immer noch komplett bescheuert sind und nicht wissen, mit wem sie es zu tun haben, obwohl ich irgendwie ganz Mistrunner erledigt habe, indem ich einmal deren kompletten Kult ausgeräuchert habe und die sind immer noch dabei und sagen so, oh, vier unserer Dulli-Kämpfer, die werden das schaffen, da bin ich mir sicher. Das ist doch Quatsch. Wer macht denn sowas? Außer irgendwelche seltsamen James-Bond-Bösewichte. Ist hier hinten wenigstens noch ein Magier? Nee. Naja. Der rennt einfach an allen vorbei. Es ist einfach wieder so dämlich.
reicht uns auch. Und oh. Wer ist denn jetzt lila? Weiter geht's. Also ich bin wirklich gespannt, wie viele Gegnerhorden sie mir von diesem Kaliber jetzt entgegenstellen wollen. Weil das ergibt ja auch echt gar keinen Sinn mehr. Oh, was ist das hier oben? Okay. So, ich muss jetzt... Es gibt ja auch keinen anderen Weg, ne? Ich muss den Weg da unten nehmen. Oh, ich bin natürlich voll... Ich hätte andersrum laufen sollen. Ah, ich dachte, das hier wäre smart. Naja, egal. Obwohl. Ich bin... Aber ihr wisst ja bereits, wer ich bin und warum ich hier bin. Ihr werdet mir den Edelstein geben. Was ist eigentlich los mit denen? Nein, bitte nicht Todeswolke. Okay, der Rest ist mir egal. Ja, ich zauber mal Finger des Todes auf den Magier. Ah, der hat nur Schaden bekommen. Hm. Also wäre das jetzt für irgendwen hier spannend, ne? Naja. So, einmal Finger des Todes auf ihn. Ich könnte auch wieder Masseneinflüsterung machen. Also ich habe ja jetzt echt viele Methoden, um mit so einem Quatsch hier umzugehen. Ich glaube, ein Flammenschlag auf ihn reicht auch dann einfach. Ach, sie hat ihren Zauber verloren, natürlich. Person beherrschen. Ja, du bist auch ein Lappen. Und er ist tot. Sehr schön, damit habe ich die größte Gefahr ausgedampft. Jetzt kann Rohrgrim einfach mit seinem Schwert um sich schlagen und... Wow. Sehr gut, zwei mit einem Streich. Dritten Schlag noch. Da rennt der erste wieder weg. Sehr gut. Speichere ich nochmal. Würfe zeigen, rennen. Ach, Steuerung, okay. Weil dann könnte ich endlich mal. Mal gucken, ob er die gespeichert hat. Dann habe ich endlich mal Finger des Todes auf einer F-Taste. Nur langsam. Ich muss mir auch echt für jeden Charakter merken, welche. Obwohl hat es geklappt? Nee, hat es nicht. Ja, doof. Ich wollte Finger des Todes auf F5 speichern, falls ihr euch gefragt habt. So, das hat ja sehr gut geklappt. Sprechen wir wieder ab. Sie muss ein bisschen heilen. Gerade Leander hat es doch ein bisschen abbekommen. Aber sonst eigentlich nicht mehr. Ja, Yarial kann noch einen Heilzauber vertragen, aber sonst ist das doch alle gut. So, die haben Loot. Ja, Langbogen plus 5. Quatsch. Quatsch und Edelsteine. Auch Quatsch. So, nächstes Gebiet. Bitte keine Magier. Bitte, bitte nicht. Ich gehe einfach auf direktem Wege. Wo ist der direkte Weg? Ach, da unten. Einfach hinrennen. Ignorieren wir alles, was hier irgendwo steht. Sehr gut. So, dann sind wir jetzt hier. Dann müssen wir jetzt in den Süden. Backtracking.
Und dann sind wir eigentlich schon wieder da. Dann können wir jetzt eigentlich direkt links laufen durch das Tor. Oh, gut. Mehr Magier, als ich gehofft hatte, aber weniger, als ich befürchtet hatte. Also ist das doch ein Sieg. So, wir benutzen den Smaragd. Der Weg ist versperrt. Ja, ja, ja. Oh, Leute. Ey, dieses Spiel, ne? Es ist einfach... Diese 2 Sekunden zeigen euch, was an diesem Spiel alles falsch läuft. Ich versuche, den Smaragd drauf zu legen und er sagt mir die ganze Zeit, der Weg ist versperrt. So, jetzt. Der Weg ist versperrt. Sag mal! Die Gruppe muss näher kommen. Sag mal, Leute! Es klappt nicht! Der Weg ist versperrt. Wieso? Geh doch hin! Es klappt nicht! Warum? Also, die Gruppe soll auf ein, also soll entweder näher kommen oder steht ihnen im Weg. Okay, wo, geh weg! Leute, ich kann nicht mehr. Das ist zu viel. Wie soll das denn hier jetzt klappen? Wieso geht der denn nicht weg? Meine Güte. So, jetzt. Die Gruppe muss näher kommen. Der Weg ist versperrt. Okay. Ich kann irgendwo hinklicken. Okay, ist Emmerik noch im Weg? Was passiert hier? Okay, Sekunde. Ist Emmerik denn näher dran? Dann gebe ich jetzt den Edelstein zu Emmerik. Ruckelinventar. Ja. Stein der Bindung. Aber sie kann das Mythal nicht steuern. Eine andere Macht kontrolliert es bereits. Der Balmung hat euch gesagt, dass er seinen Stein der Bindung zerstört hat? Wir werden sehen. Kommt, sprechen wir mit Merodin Silberklinge. Okay, anscheinend hat er den Stein doch nicht. Folgt Enno Wynn durch das dunkle Portal. Zurück in die geheime Zuflucht des Baelnorn. Merodin Silberklinge, wo ist der Saphir der Bindung? Enno Wynn, erinnerst du dich an die Silberbäume im Hof der Maedrims? Wie die Türme des Windes die Sterne liebkosten. Sprich nicht in Rätseln, Merodin. Deine Lügen haben schon genug Leid verursacht. Sie kam zu mir. Sie flehte mich an, den Edelstein zu benutzen, um unter Cormanthor einen Pfuhl zu beschwören. Sie schwor mir, dass der Pfuhl neues Leben für Mythdrenor und das Mythal bringen würde. Wer? Kyra Mordrain.
Der Glanz vergangener Zeiten wird wiederkommen, sagte sie. Die Türme des Windes werden sich wieder zum Himmel emporstrecken. Ich habe ihr geglaubt. Ich habe sie das Ritual gelehrt. O Mirrodin. Der Pfuhl brachte Leben, ja, gestohlenes Leben, aus Flan und von überall her. Ich habe unsere Hoffnungen zerstört. Wir können weiterhin hoffen. Wir haben einen neuen Edelstein der Bindung erschaffen. Dann kann ich meine Tat wieder gut machen. Ihr müsst ihre Verbindung mit dem Mythal unterbrechen. Findet den Saphir, den ich ihr gegeben habe. Zerstört ihn mit diesem Wort. Edgonil! Ihr müsst euch in die Festung begeben und den Stein suchen. Sprecht das Wort, und wenn der Saphir zerstört ist, werde ich die Kräfte des Mythals gegen unsere Feinde einsetzen. Was wir von euch verlangen, ist nicht einfach. Nur eure Stärke steht zwischen uns und der Verzweiflung. Mystras Segen sei mit euch, so wie es all unsere Hoffnungen sind. Die Zeiten, die ich kannte, sind vergangen. Sie kehren nie zurück. Aber die Zukunft, die könnt ihr noch retten. Geht! Der Belnorn öffnet ein Portal, das zur Festung Kormantor führt. Nun liegt das Schicksal Mistrannus und Glanzferiens in euren Händen. Ist dahinter wohl ein Dungeon? Meine Güte, ey, also da ist auch ein Lappenwächter. Kommt eine Frau mit dicken, riesigen Klauen auf ihn zu und sagt, es wird wie früher, hat einen untoten Drachen dabei und er so, ja, dir glaube ich. Egal. Ihr kommt in einem längst vergessenen, unterirdischen Zugang zur Festung Kommenthor aus. Oh, es heißt nicht Kormantor, sondern Kommenthor? Okay, Entschuldigung, Kommenthor. Okay, es ist genau wie alles andere. Es sieht aus wie eh und je. Es ist ein Dungeon. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Die Geschichte um Samson geht das nächste Mal weiter, was für beschworene schwarze Partikel es waren. Und nächste Mal werden wir anscheinend die Festung Kommenthor erkunden, die wortwörtlich so aussieht wie jeder andere Dungeon im Spiel. Klar. Ich mache hier noch eben, oder ich versuche besser gesagt, die Formation ein bisschen zu retten, was mir eher schlecht als recht gelingt. Und ich wünsche euch eine schöne Woche. Lasst euch nicht ärgern. Tschüssi.